Hallo und herzlich willkommen. Ich bin noch nicht runtergefallen. Schauen wir mal, ob da ein schöner Baum wächst. Wir haben in der letzten Folge hier unten die Bank gemacht, dass wir hier ein bisschen angeln können. Oh, es wird schon wieder dunkel. Hab den Baum rausgeklopft, der hat mir nicht gefallen, der war so klein, ich hätte gerne so einen großen. Sollen wir mal Knochenmehl besorgen. Das können wir wieder zurückbringen. Schwarzeiche, Eiche. Wir könnten eine normale Truhe da unten noch hinstellen an dem Baum. Für die Fische. Ich könnte ja zur Abwechslung mal einen Fisch essen. Da brutzeln wir doch ein bisschen hier. Oh, sieht gut aus. Hauptsache unsere Bude fackelt nicht ab. Gebratener Fisch, der hat einen. Ach, ich habe noch nie einen Fisch gebraten. Ich habe einen Erfolg erzielt. Köstlicher Fisch. Das ist ja interessant. Ja, okay. Dann etwas Nachtruhe kann auch nicht schaden. Ach ja. Oh. Schwert in die Hand, weil da war irgendwie Spider-Man hier über uns. Die hat bestimmt auch noch leichte Aggression. Guck mal, was ich hier habe. Nochmal. Genau, so geht's. Aber wenn du das... Wollte ich gerade sagen, wenn du das machst, kriegen wir keinen Knochenmehl, aber schau dir das an. Wir haben Knochenmehl, wir brauchen gar nicht bis nach Hause latschen. Ich sprint gleich mal zurück und hau hier mal ein bisschen Dünger drauf. Spaß halber. Wollte ich gerade sagen, einmal mache ich es noch. Ja. Upsie Daisy. Wir sind im Baum. In so einem Mini-Baum wieder, oder? Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Ja. Setzling pflanzen, rausprügeln hier. Was machen wir mit dem da? Ach komm. So. Ich mache das mal anders. Ich hau hier den Setzling her wieder. Zwei Dinge habe ich noch. Wiesen. Wie ist denn das, wollte ich gerade sagen, wenn ich... Naja. Nochmal das Ganze. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Appel. Ein Appel. Haben wir bekommen. Ich eigentlich, ja, ich habe hier das ein bisschen abgelegt schon. Dort.
Ich überlege gerade, was ich als nächstes in Angriff nehmen soll. Es sind hier noch einige Baustellen offen. Also hier sollen noch schöne Bäume wachsen. Auf jeden Fall, wir brauchen Sand für den Strandbereich da am See, an diesem kleinen Ding hier noch. Ich habe hier, jetzt haben wir ein Luftpferd, ein halbes jedenfalls. Ich habe hier unten ein paar Lampen hergestellt, ein paar Laternen. In der Hoffnung, dass das dann abends recht schön ausschaut hier, weil wenn wir hier unsere Grillpartys geben, würde das Sinn machen. Da drüben wäre auch noch schön, wenn wir ein Häuschen hätten irgendwo, ja? so Nachbarn einfach, die man so auf die Entfernung sehen könnte. Ich check mal schnell die Truhe hier ab. Hier oben war ja noch nichts drin, ne. Hier. Soll ich hier irgendwas da lassen, was wir vielleicht noch brauchen könnten? Die paar Setzlinge vielleicht. Ich kann dann Holz. Ja, das nehme ich mal mit rüber. Den Dirt nehme ich. Den Dirt. Ja, den nehme ich auch mit. Ich nehme das Bett mal mit. Weizenkorn. Das braucht auch kein Mensch. Apfel. Ein Apfel. Den lege ich mal hier rein. Dafür nehme ich die Werkbank mit. Pferd? Wo ist jetzt das Pferd? Das jetzt hier im Garten. Ich schaue bloß mal kurz um die Ecke. Ja. Wir haben irgendwie ein Hauspferd. Schau dir das an. Da ist es. Jetzt gehe ich mal rüber zu unserer anderen Bude. Das mag uns, der Gaul. Und ja, so ist schon hier deutlich angenehmer zu laufen, wenn man nicht die ganze Zeit hüpfen muss. Wieso bist jetzt du schneller wie ich? Und woher weißt du, wo ich hin wollte? Jetzt packen wir mal hier ein bisschen Zeug weg. Dort. Dann Holz. Fichte. Eiche. Cleanstone. Stein. Ziegel. Treppe. Was lassen wir noch da? Auf jeden Fall die Weizenkörner. Pfeile. Aus zwei Bögen machen wir einen. Eichenholz. Die Harke. Harke ist auch nicht mehr von Bedeutung. Ich habe die Werkbank am Start. Wir können hier den Zaun reingeben. Ich habe Eisen, da kann ich jetzt drei Schaufeln draus machen. Da habe ich aber die Werkbank dafür ja am Start. Die nehme ich mit.
Wir bräuchten vielleicht noch einen Pickel. Das Bett tun wir da rein. Was wir nicht brauchen, ist der Glowstone und sind die Schienen. Die Schere brauche ich auch nicht, um es anzuholen. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir uns gleich mal einen Pickel. So, sollen wir schaufeln auch gleich? Ich habe wieder mal zu wenig Sticks. Wollen wir gleich noch zwei Schaufeln machen? Sand zu holen. Wir haben noch ein bisschen Steak dabei. Wir haben einen Fisch am Start. Ein Bett. Ich lasse mal das Kettenhemd auch noch da. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich hier ein bisschen näsel, aber ich habe so brutal Heuschnupfen. Meine Nase ist einfach komplett zu. Darum lässt sich das jetzt gar nicht vermeiden, dass ich ein bisschen hier ein bisschen anders spreche wie sonst. Ich war draußen heute. Richtige Radtour. Unglaublich. Meine Augen jucken. Meine Nase ist zu. Wobei die Nase erst jetzt zugeht. Also bei mir ist immer die Juckerei in den Augen ist bei mir wirklich extrem. Bevor wir gehen, würde ich aber sagen, einmal schlafen. Und dann marschieren wir los. Wie war das hier? Ach halt. Hund, komm mal mit. Komm mit, Hund. Ich glaube, dass es nicht so ganz die gute Idee ist, wenn ich dich da mitnehme. Und drum komm doch mal hierher. Wieder zu den Schafen. Sitz. So. Passt hier ein bisschen auf, während ich gehe Sand holen. Und zwar holen wir Sand bei. Ich wollte gerade sagen, wir müssen bei was haben wir, X 820 und Z 350 ungefähr. 820, 350, also wir gehen einfach in diese Richtung. Kann man hier nicht durch? Kommen wir da auf der anderen Seite wieder raus? War da was? Oder? Nee. Ach, bevor ich jetzt hier blöd in der Gegend rumlatsch. Auf 350 war doch die Richtung, oder? Ups.
Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Ich könnte auch hier Sand abbauen, aber das ist nicht genug. Ich denke, wir nehmen da einfach einen ganzen Ticken mehr mit. Ich habe auch noch, ich war auch noch mal bei einer anderen Wüste. Ups, das wollte ich nicht. Wow! Also habe ich jetzt aber noch mal Glück gehabt, dass ich hier drüber gesprungen bin. Alter Verwalter. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir tatsächlich hier auf eine auf Sand stoßen. Wir stoßen jedenfalls auf Sonnenblume. Ich schaue nochmal schnell. 800. 20 auf 350. Oder bin ich schon zu weit? Dann muss ich quasi hier die Richtung. Kann das sein? Da stimmt was nicht. Hier war doch kein Sand. Hier ist kein Sand. Hier war zwar eine schöne Ecke, aber also das mit der Koordinate, die ich mir da notiert habe, das stimmt wohl nicht irgendwie. Da läuft was falsch. Ich habe noch eine weitere. Die sagt, darüber 1070 bei X und 128 bei Z. Das wäre ja quasi hier durch den Dschungel. Da bin ich auch noch nie durchgelatscht. Oder? Schöne Orchideen. Würde ja bedeuten, ach, es kann sein, jawohl, ich wollte gerade sagen, das kann sein, das kommt mir hier bekannt vor, können wir das wieder ausmachen, hier ist Sand, schön Sand. Das haben wir hier schon mal abgegraben, glaube ich. Jawohl. Da bin ich zufrieden. Und dann würde ich mal sagen, hier angekommen, machen wir erstmal eine Folgenpause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.